Ich würde jede Wette eingehen, dass die meisten von euch bei einer Frage, was ist die ikonischste Szene aus Jurassic Park, sehr wahrscheinlich die Szene nennen würden, in der der Tyrannosaurus Rex als großer Retter ganz zum Schluss auftaucht, Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und die beiden Kids vor den Velociraptoren rettet. Der Tyrannosaurus oder Rexy, wie sie später verniedlicht wird, packt die Velociraptoren, schleudert sie einmal quer durchs Besucherzentrum und tötet die drei Raptoren letztendlich. Aber hier taucht immer wieder eine Frage auf, mit der ich mich jetzt mal ein bisschen mehr beschäftigt habe. Und zwar die Frage, wie zum Teufel ist der Rex überhaupt in dieses Besucherzentrum reingekommen, ohne etwas dabei zu zerstören? Die Antwort ist sehr simpel und auch irgendwo lustig und beinhaltet sogar noch einen kleinen Fanfact, den ihr eventuell noch nicht kanntet. Also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Viel Spaß damit. Zum Teufel kam dieser kolossale Tyrannosaurus Rex jetzt in das Besucherzentrum rein, ohne erstens bemerkt zu werden oder eben zweitens, wie kam er generell überhaupt da rein, ohne irgendwas zu zerstören? Denn das Besucherzentrum, so nehmen das die meisten wahr, so habe ich das auch immer wahrgenommen, ist ja eigentlich ein geschlossenes Gebäude. Beziehungsweise gibt es hier und da kleine Ausgänge, wie man aus bestimmten Karten oder Skripten, die zur Produktion dazugehören, entnehmen kann, aber die sind eben für Menschen gedacht. Das heißt, ein T-Rex würde da nicht zwingend hindurchlaufen können. Der Rex hätte jetzt also die Option gehabt, durch das Besucherzentrum, durch den Eingang vorne hindurch zu brechen. Aber da sehen wir ja später, dass der noch ganz ist. Also unsere Helden rennen ja aus dem Besucherzentrum raus und wir sehen, wie die Kamera zurückgeht und das Besucherzentrum und der Eingang sind unversehrt. Schauen wir aber einmal ganz genau hin, als der Tyrannosaurus Rex das allererste Mal auftaucht und den Velociraptor schnappt, kurz bevor er Dr. Alan Grant und Co. angegriffen hat. Knapp hinter dem Rex sehen wir, wie Licht durch ein Loch in der Wand hindurch scheint. Und jetzt könnte hier die Frage aufkommen, ja gut, wenn der aber durch das Loch hindurch gerannt ist, beziehungsweise wenn er durch die Wand durchgerannt ist und dieses Loch in das Besucherzentrum hineingestoßen hat, hätte man das doch aber hören müssen. Das müsste ja einen ohrenbetäubenden Lärm gegeben haben, dass sowohl die Velociraptoren sehr wahrscheinlich und eben auch unsere Protagonisten irgendwie das Ganze wahrgenommen hätten und vielleicht sogar erschrocken wären. Das ist aber nicht passiert und der Grund dafür ist ganz einfach, dieses Loch war schon vorher da. Das heißt, der T-Rex hat das Loch nicht in das Gebäude hineingestoßen, er ist durch das Loch hindurchgelaufen. Aber wo kam das Loch jetzt überhaupt her? Und hier kommen wir zu dem kleinen netten Side-Fact. Wenn wir uns mal die Szene vom relativen Beginn von dem ersten Jurassic-Film anschauen, also genau da, wo unsere Protagonisten das allererste Mal vor das Besucherzentrum fahren, da sehen wir, dass Bauarbeiter an dem Besucherzentrum arbeiten. Lustig bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Bauarbeiten tatsächlich dafür da sind, um das Set zu bauen. Also die gehören jetzt nicht wirklich zum Film, es wurde einfach nur gesagt, ey, wir haben das Set noch nicht fertiggestellt, wir müssen aber jetzt anfangen zu filmen, also lasst uns das Ganze eben einfach so darstellen, als würde das Besucherzentrum gerade noch gebaut werden. Grund, warum dieses Set noch nicht fertig gebaut war, war eben der Sturm, der auf Hawaii eingeschlagen ist. Aufgrund dieses Sturms konnte man den Setbau nicht beginnen und ist deswegen nicht rechtzeitig fertig geworden, um dieses ganze Set eben vom Besucherzentrum fertigzustellen. Steven Spielberg aber einfach, weil er ein unfassbar genialer Regisseur und Storyteller ist, hat sich daraufhin gedacht, okay, wir machen das folgendermaßen, wir tun einfach so, als wäre das Besucherzentrum und der gesamte Jurassic Park gerade noch im Bau. Aus diesem Grund sehen wir auch in der letzten Szene, wo wir den T-Rex das allerletzte Mal sehen oder wo die Velociraptoren unsere Helden angreifen, Bauplan und Baugerüste im Inneren stehen. Aus diesem Grund haben wir auch immer noch ein Loch in der Wand. Dieses Loch entstand ganz einfach durch die Baumaßnahmen und wurde eben noch nicht geschlossen, was auch immer da später hin sollte. Und Steven Spielberg wird sich was dabei gedacht haben, den Rex genau vor diesem Loch zu positionieren. Denn so würde es auch irgendwie Sinn ergeben, dass der T-Rex ohne großen Lärm in dieses Gebäude reingekommen ist. Hätte man sein Stampfen hören müssen, hätte man irgendwo schon. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn man gerade hier wirklich ein Face-Off mit einem Velociraptor hat, da ignoriert man vielleicht auch das ein oder andere Geräusch von außen. Es kann also gut sein, dass unsere Helden das Stampfen des Rex eben einfach ausgeblendet haben. Warum der Rex auf jeden Fall in das Gebäude reingekommen ist, ohne dabei Zerstörung anzurichten, ist hiermit auch offiziell beantwortet. Es war ein Loch in der Wand, das eben durch die noch nicht fertiggestellten Baumaßnahmen am Set entstanden ist. Oder wie es eben in der Filmversion dann erklärt werden würde, das Besucherzentrum ist noch nicht fertig gebaut, da haben wir noch ein Loch in der Wand und deswegen kam der Rex einfach durchgelaufen. Das Ganze ist also nicht mal so unmöglich. Es gibt auch viele Kommentare, die schreiben, ja, aber das Loch, das ist nicht groß genug.
Also meiner Meinung nach kann ich dazu gar nichts sagen, weil das, was wir von diesem Loch sehen, würde mir jetzt nicht irgendwie zeigen, dass das Loch zu schmal oder eben zu breit wäre. Keine Ahnung. Von dem, was ich da gesehen habe, ich kann da nichts erkennen, von wegen, dass das Loch nicht breit genug wäre, dass der T-Rex da durchlaufen könnte. Man könnte als Argument noch nehmen, wieso haben sie keine Animatronik in diesem Gebäude benutzt? Kam die animatronische Rex-Figur vielleicht nicht durch das Loch hindurch? Glaube ich aber auch nicht. Da hätte man nämlich einfach auf der Seite, wo die Kamera stand, quasi, wo die Kamera nicht hinfilmt, irgendwie was öffnen können, um diese animatronische Puppe reinzusetzen. Fakt ist eben einfach, dieses Loch ist da gewesen und Steven Spielberg hat sich ganz bewusst dazu entschieden, den Rex vor diesem Loch zu positionieren. Und ich denke mal, es ist einfach ganz klar, dass der Rex durch dieses Loch in das Besucherzentrum hineinspaziert ist und eben unseren Helden das Leben rettete. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein, was du davon hältst. Hältst du es für möglich, dass der Rex wirklich lautlos durch das Loch hindurchstapfen könnte? Oder bist du auch der Meinung, nee, der hätte irgendwelche Wände noch mit einreißen müssen? Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.